Liebe Freunde, hier ist euer Steinwalden. Über dieses Wurmloch sind wir hier in das Gebiet unserer Feinde eingedrungen, haben hier eine erste große Festung vernichtet und können jetzt hier unseren Flug fortsetzen. Und bevor wir das machen, wollen wir nicht die Heimatfront vergessen, sondern dort auf dem Planeten ein paar Aufträge erteilen. Also, ich will auf Baol Centauri will ich einen Stadtdistrikt bauen. Langsam werden hier die Wohnungen knapp, das können wir schon mal vorbereiten. Dann will ich auf Terra Nova, auch hier werden die Wohnungen knapp, ebenfalls einen Stadtdistrikt bauen. So, dann auf Baol Nova, auf unserer Gießereiwelt hier, da, also von seinen neuen, genau, dort merke ich, wir haben hier noch keine Roboteranlage gebaut. Das sollten wir hier auch nachholen, dann wächst dieser Planet auch schneller. Dann auf Baol Oceania. Hier mangelt es langsam an Jobs. Hier werde ich nochmal einen Landwirtschaftsdistrikt bauen. Passt hier gut, weil wir auch hier schon Nahrungsverarbeitungsanlagen haben. Und hier sind einige Blocker, die wir auch nochmal entfernen können. Zumindest diesen hier. Und ja, komm, den leisten wir uns auch noch, diese Stadtruinen. So weit, so gut. Und dann auf Baol Abor will ich auch noch Blocker entfernen. Brauchen wir, um bald hier neue Landwirtschaftsdistrikte soweit zu bauen. Gut, damit bin ich jetzt mal ganz zufrieden. Ich überlege, ob wir noch weiter Nahrung verkaufen. Oh, der Preis sinkt noch nicht mal. Das heißt, wir haben hier durchaus noch Spielraum. Ich würde sagen, wir gehen mal auf 50 Nahrung hoch, die wir verkaufen. Davon haben wir nämlich wirklich viel. So. Dann machen wir uns auf die Socken mit unserer Gesamtflotte. Bewegen wir uns jetzt erstmal hier rein. Dort will ich die dann, die terranische Eingreifflotte mal teilen vielleicht. Oder, ja, um diese kleineren Stationen noch mit zu erledigen. Und dann werden wir weiter fliegen nach Abatraios. Mal gucken, ob die Marodeure uns da was übrig gelassen haben. So, jetzt ist aber wichtig, dass wir uns um die Station weiter kümmern. Hier in Hokrai sind wir durch. Hier müssen wir Verteidigungsplattformen bauen. Aber ich denke, wir bauen hier erstmal die Gebäude. Das sollte schneller gehen. Und zwar Geschützbatterie, Raketenbatterie, Geschützbatterie. Genau. Und hier unten auch ein Horchposten. Das könnte uns noch helfen, weil dort ja das Wurmloch ist. Das zählt dort auch. Und den Störfeldgenerator bauen wir das erstmal durch. Zu Ende. So, die Kampfstatistik interessiert uns nicht. Soweit, so gut. Die anderen Basen sind, glaube ich, noch. Da ist noch das Zeug in Arbeit. Okay, da reagieren wir dann, wenn es soweit ist. Gut, unsere Flotten kommen hier rein. Das sind die Marodeure, die hauen jetzt erstmal wieder ab. Die überlassen uns jetzt hier die Arbeit, was in Ordnung ist, oder? Ach ne, die feuern da tatsächlich auch noch. Okay, was haben wir hier? Die Seraphim haben den Weltenbaum zum Rivalen erklärt. So, eigentlich brauchen wir unsere große Flotte nicht. Aber jetzt müssen wir die Kämpfe erstmal durch zu Ende führen, weil dann würde ich nämlich unsere Flotte gerne mal ein bisschen aufteilen und ein bisschen effizienter gestalten. Und zwar diese Flotte hier, unsere terranische Eingriffsflotte, die würde ich komplett bitte mal halbieren. Und dann benennen wir die um in zweite terranische Eingreifflotte. Und da brauchen wir aber keinen Admiral, würde ich sagen. Die schicken wir dann mal komplett hier rüber. Und den Rest unserer Flotte, die macht sich dann auf dem Weg hierhin. Und, verdammt, ich muss ja mal gucken. Wir müssen auf unsere Transportflotte achten. Ist aber noch nicht da, wo sie sein soll, aber die kann auch gleich schon mal die Order bekommen, dorthin zu fliegen. Hier haben wir 7 neue Angriffsarmeen. Die holen wir dann erst nach, wenn wir die 10 haben. Und wir sehen erstmals eine Feindflotte mit 11.000 Flottenstärke. Das ist insofern jetzt interessant. Das ist interessant. Das sieht fast so aus, als ob es hier tatsächlich erstmals zu einem Flottenkampf kommt. Und ich glaube sogar, dass das die Hauptflotte des Gegners ist. Und was kommen jetzt? Die Baldarak.
öffentliche Bekanntmachung auf Neubaldarak. Hier spricht General Paltanak, der amtierende Militärgouverneur von Neubaldarak. Ich freue mich, das Ende aller größeren Kampfhandlungen im Sektor 47G bekannt geben zu können. Die haben ja dort mit der Rebellion gekämpft. Während der Operation, die vor 2 Zyklen begann, wurden mindestens 512 Aufständische getötet. Gaswesen. Unsere eigenen Verluste dagegen waren minimal. Zusätzliche Aufzeichnungen für alle beteiligten Truppen, da die zivilen Verluste auf einem akzeptablen Niveau gehalten wurden. Paltanak Ende. Interessant, ja. Also gut, wir haben sie unterstützt und sie haben gewonnen. An sich eine gute Nachricht. So, jetzt ist die Frage, wo sind sie hin? Sie sind jetzt hierhin, nach Ennim. Was wollen sie denn da, bitte? Fliehen sie vor unserer Truppe? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Da kommen sie nicht in unsere Richtung. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Und sie kommen da auch nicht raus. Ich meine, mit der UdSSR sind sie doch eigentlich nicht im Krieg. Dann ist die Aktion nicht ganz verständlich, was jetzt passiert. Na gut, uns soll es recht sein. Wir können dann in Ruhe erstmal hier die Basis erledigen. Ach, wisst ihr was? Die haben das einfach zurückerobert von den Marodeuren. Das wird es sein. Okay, das ist jetzt wenig spektakulär, was jetzt passiert. Die Frage ist, was machen die? Bewegen die sich jetzt wieder zurück? Unbekannte Befehle. Es kann also hier jederzeit zum Kampf kommen. Da kommt unsere... ich würde mal sagen, die lassen wir erstmal da stehen. Da wollen wir nichts riskieren. Wir müssen ja hier sowieso erstmal bombardieren. Okay. Sternenbasis in Vymos. Hat irgendwas beendet? Haben die da noch irgendwas gebaut? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht noch ein Schlachtschiff, was jetzt alleine unterwegs ist. Wir gucken nochmal kurz. Hier ist immer noch alles in Arbeit. Okay, das heißt, wir können hier in Ruhe das weiter begutachten, was hier passiert. Diese kleine Station, die wir erledigen. Construction complete. Ich bin jetzt gespannt, ob die Flotte zurückkommt. So, wir gehen erstmal hier rauf. Ja, tatsächlich, sie kommt zurück. Tatsächlich, es kommt zur ersten großen, echten Flottenschlacht. Da ist sie. Da ist sie und damit nehmen wir jetzt den Kampf auf. Und machen das mal ein bisschen langsamer. Construction complete. Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Unsere, die haben natürlich hier jetzt alles schon erledigt. Nee, die sind immer noch dabei. Die hätten wir vielleicht jetzt noch gebraucht, diese 23 Korvetten. Aber okay. Es ist, wie es ist. Wir werden auch so klarkommen. Ich hoffe, ohne größere... Na gut, es wird Verluste geben. Gegen 11.000 kann man nicht ohne Verluste rechnen. So. Da geht's los. Das sollte auf jeden Fall auch gute Erfahrung bringen, wenn es dann soweit ist. Ich muss aber kurz hier mal, die Zeit läuft weiter und wir müssen einfach auch andere Dinge machen, Leute. Wir können leider nicht nur bei der Schlacht bleiben. Das war nur das gegen den Außenposten. Okay, Baulabbohrs abgeschlossen und vor allem hier eine Technologie. Sternenbasiskapazität plus 2. Okay, darauf kommen wir aber erst zurück, wenn wir wirklich sehr viel Legierung noch in der Hinterhand haben. Im Moment haben wir noch andere Dinge zu tun. Unter anderem Verteidigungsplattformen. Wir müssen den Mut haben, unser Schicksal am Schopf zu packen und das wahr werden zu lassen, was schon immer sein sollte. Reduziert die Kriegsforderungskosten für Planet ab. Was? Okay. Das kann doch nicht sein. Warum steht das hier oben nicht, wenn das hier beschrieben wird? Egal. Neue Forschung. Klonarmee wollen wir nicht. Sozialforschung wäre eine Möglichkeit. Das brauchen wir alles noch. Ja. Machen wir dann weiter mal diese Blocker. Machen wir Tiefenkrater als nächstes. Gut, Armeerekrutierung ist abgeschlossen. Ja, dann lasst uns die... müssen das nicht 10 sein? Habe ich falsch gezählt? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lasst uns die auch nochmal hier runterholen. Vielleicht erst einmal ein bisschen vorsichtiger nach Hokrai. Man weiß ja nie, was passiert. So, seid ihr jetzt durch mit eurer Minischlacht da hinten? Nee, das Ding ist immer noch nicht runtergebombt. Na gut, dann ist es, wie es ist. Dann bleiben wir jetzt hierbei und gucken zu, wie wir uns hier schlagen. Ja, ich sehe die ersten Zerstörer des Gegners. Wir müssen verschwinden. Wir können uns überhaupt mal die Schiffe vielleicht angucken. Wir haben hier die Zerstörer. Womit operieren die? Also Schilde und
Panzerung ist ziemlich ausgeglichen, aber wir sehen, wie technologisch rückschrittlich diese Schiffe sind. Sie haben eine Autokanone drin, 4er Laser, das ist sozusagen ihr Weg. Ja, aber das ist natürlich technologisch, ist das ja erbärmlich, was sie hier aufbieten. Also ich habe in der Tat die Hoffnung, dass wir sehr, sehr wenig, vor allem auch wenig Korvetten verlieren. Das wäre erfreulich. Schauen wir das uns weiter an. 6000er Kampfstärke nur noch hier beim Gegner, 5000. Jetzt flieht hier einiges. Warum sehe ich nicht die Kampfstatistik? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise die Kampfübersicht. Muss ich hier reinklicken. Stufe 1 Admiral auf der anderen Seite und die Neubaldarak funken uns hier wieder dazwischen. Hier spricht, die Baldarak. Hier spricht General Paltanak, der Militärgouverneur von Neubaldarak. Ich möchte mich zu den unfundierten Berichten äußern, die ein Aufflackern der Rebellenaktivität auf dieser Welt behaupten. Wirklich, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieser Planet ist vollständig befriedet worden und alle subversiven terroristischen Elemente wurden komplett ausgemerzt. Seine Bewohner sind wieder produktive Mitglieder der großen Datnak-Nation. Datnak, so hießen sie. Paltanak Ende. Warum klingt das so, als ob es nicht so wäre? Merkwürdig. So, Leute, und immer passiert noch was zwischendurch. Hier seid ihr doch endlich mal fertig. Oh mein Gott, das dauert so lange. Ich glaube, die haben noch kein Schiff verloren. Insofern ist das okay. Heilige Republik von Lifanien haben die große Lehre zum Rivalen erklärt. Sehr schön. Und wir haben Reise durch die Sterntore. Die Fähigkeit verfallene Sterntore, die überall in der Galaxis verstreut sind, zu reaktivieren, hat das Potenzial, Reisezeiten drastisch zu verkürzen. Sehr erfreulich. So, neue Forschung. Protonenwerfer, Reaktorverstärker, Tachyonsensen, Sensoren, nicht Sensen. Nullpunktreaktor. Das ist, glaube ich, das, was wir ebenfalls noch brauchen für Mega Engineering. Ja, dann verfolge ich weiter den Beschluss und wir kommen dem Ziel doch erstaunlich schnell nahe. Schneller als ich dachte. Gut, gucken wir mal weiter hier. So, die Schlacht sollte jetzt aber langsam zu Ende sein. Ja. Der Gegner verschwindet zusehends. Ich bin mal gespannt auf unsere Verluste. Auf die Schlachtstatistik. Nur noch 2100. Das ist sozusagen der letzte Kreuzer. Fast der letzte, da ist noch einer. So, das war die Schlacht und einer unserer Admiräle, nämlich Fatra Pock, hat erstmal eine neue Eigenschaft erhalten. Vorsichtig. Aha, okay. Ja, Stufe 3 ist er geworden. Waffenreichweite plus 20% und aggressiv. War er das schon immer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist doch ein neuer Mann, ne? Fatra Pock. Ich glaube, er ist auch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, sehr schön. Okay, so, die Statistik. Das ist die Korvette, die hat nichts verloren. Hier, das ist okay soweit. Dann fliegt ihr mal wieder zurück hierhin. Jetzt aber die andere Statistik. Und tatsächlich, wir haben bei dieser Schlacht nichts verloren. Der Gegner konnte sich allerdings auch relativ gut zurückziehen. Keiner von den Kreuzern ist zerstört worden. Immerhin 3 Zerstörer und 4 Korvetten. Aber ein voller Erfolg, wie ich finde. Ich glaube, hier gibt es nichts, was wir im Moment ändern oder anders machen müssten. Okay, die Frage ist, ob wir... Ja, wir müssen jetzt bombardieren. Hier war doch ein Planet, oder? Ja. Okay, dann würde ich mal Folgendes machen. Wir werden mit dieser, mit der 8000er Flotte, werden wir hier bombardieren. Mit der 10000er Flotte werden wir hierhin fliegen und diese Systeme und diese Festung zerstören. Und mit der Flotte werden wir hier einen Abstecher machen und das kleine Ding uns aneignen. Beziehungsweise da müssen wir auch noch hin. Ja, so machen wir das, würde ich sagen. Schritt für Schritt. Das heißt, auch ihr könnt hier langsam mit rein. Soweit dazu.
Okay, wie sieht es in den Stationen aus? Hier haben wir erstmal alles soweit verbessert. Wir gucken uns mal diese riesige Station an mit 14.000 Kampfstärke. Das ist schon einiges. Und jetzt werden wir noch 3 weitere Plattformen darauf bauen. Dann stehen wir dort gut da. Wie sieht es aus in Hokwai? Hier wird noch gebaut. Hier wird auch noch gebaut. Aber wir können das, glaube ich, schon mal mit gutem Gewissen in Auftrag geben. Und dann gucke ich mal zu den Flotten, ob wir da eigentlich nachbauen müssen. Nö, Flotte verstärken müssen wir hier nicht, da auch nicht. Ja gut, da würden jetzt vermutlich Korvetten dazukommen, weil wir die geteilt haben. Das ist so ein Sonderfall, das lassen wir dann also mal laufen. Das ist okay soweit. Gut, was ist hier los? Auf der urbanen Welt gibt es ein freies Gebäude. Urbane Welt, das heißt, wir werden hier Wirtschaftszonen weiterbauen. Der Rest ist erstmal hier soweit so gut. Ja, spricht, glaube ich, nichts dagegen, weiter Wirtschaftszonen zu bauen. Tempel werde ich nicht mehr bauen, das habe ich schon erläutert in der Abstimmungsfolge, weil wir die sowieso bald loswerden. Wir dürfen nicht vergessen, 500, das ist dann schon der große Moment, wo wir das ändern können, wo wir diesen Weg gehen können. Und wir haben die Entfernung von tiefen Krater. Künstliche Moralvorstellung finde ich nicht schlecht. Holo-Tempel brauchen wir bald nicht mehr, davon sprach ich gerade. Aber wir werden erstmal die Gletscher machen, das ist dann auch wieder schnell vorbei. Gut, wir gucken mal ganz kurz. 1 und 12% Kriegsmüdigkeit. Ja, Kriegsziele durchsetzen, das dauert noch einiges. Aber klar, der weiteste Weg liegt auch noch vor uns. Die Flotte 4600 ist denn wirksam. Ich bin gespannt. Ah, wir können Trümmer erforschen. Ja, richtig. Da müssten wir eigentlich relativ schnell hinspringen können. Dann werde ich, glaube ich, hier, das brauchen wir am wenigsten, die Sigmundien. Die werde ich dafür verwenden. Ich bezweifle allerdings, dass wir da sehr viel Neues erfahren werden, aber wir wollen uns das nicht ganz entgehen lassen. Gut, dann gucken wir uns mal den Planeten an, wie der eigentlich hier... Halt, nein, das wollten wir nicht. Wie es eigentlich hier aussieht. Ach Gottchen, das ist ja ein Witz. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß bombardieren. Da brauchen wir einfach nur warten und wir können, glaube ich, da direkt landen. Da brauchen wir jetzt nicht viel Zeit verlieren. Sind die denn schon da? Oh, was ist denn hier los? Oh, verdammt, eine Feindflotte kommt hier tatsächlich rein. Das ist natürlich unschön. Ich meinte, mit der wären wir fertig. Blöd ist, dass jetzt unsere... Die könnten eigentlich direkt mal landen. Ob die das noch können oder ob die jetzt in einen Kampf verwickelt werden, das ist ein bisschen doof. Lande mal direkt dort. Und dass die jetzt hier sind, ist vielleicht vom Timing jetzt nicht der beste Weg, dass wir unsere Flotte in diesem Moment gespalten haben. Aber wir sollten eigentlich klarkommen mit fast 100% Flottenstärke. Hoffe ich doch. Dass wir zurechtkommen. Deploying pacification troops. So, hier sind unsere Roboter da. Warum ist jetzt hier doch kein General? Möglicherweise ist da doch was schief gelaufen. Der hätte eigentlich dabei sein müssen, aber der Gegner hat auch keinen General. Insofern kein großes Problem. Die 3000 kommen jetzt auch noch rechtzeitig mit in den Kampf. Insofern doch alles gut gegangen. Hostile planet pacified. So, und damit ist der Planet in unserer Hand. Ich will die Armee aber trotzdem mal laden, weil ich keinen Bock habe landen, weil ich keinen Bock habe, dass sie hier noch verwickelt wird. Aber ich glaube, das wird sie nicht. Solange es noch Kampfschiffe gibt, passiert das meines Wissens nicht. So, die haben wir doch ziemlich zerrupft hier, den Gegner. Da bleibt bald nicht mehr viel übrig. Und was ist hier? Aha, die Reliktaktivierung ist verfügbar. Das Blöde ist, dass wir dafür natürlich auch wieder 150 benötigen. Und jetzt ist es mir aber das andere wichtig. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Deswegen machen wir das auf keinen Fall jetzt. Wichtig ist jetzt erstmal die Ethikänderung, weil das auch was eine Relevanz hat für den Friedensschluss hier. So. Technology researched. Okay. Die nächste Schlacht ist gewonnen. Erneut keine Verluste auf unserer Seite. Allerdings auch erneut keinen Kreuzer zerstört. Dann arbeiten wir das mal ab. Die Jurinen haben ein Migrations-
Abkommen mit den Terrassi geschlossen. Die Invasion ist vorbei. Oh, es gibt die nächste Wahl. Das ist interessant. Wer steht denn zur Wahl? Im Moment, ich möchte daran erinnern, ist Fangao, die aktuelle Koordinatorin, 89 Jahre alt, charismatisch und robust ist ihre Eigenschaft. Das sollte ich vielleicht öfter mal ein bisschen wieder erwähnen. So, dann haben wir hier selektive Nostalgie ist ihr Ding. Dann haben wir Sybil Glover, 108, Eleonore Le Gall, 89 und Sota Gato, also ein Forscher, ein Gouverneur und noch ein Gouverneur, die hier antreten. Glover, Le Gall, Goto. Ich guck mal ganz kurz bei den Fraktionen, für wen die stehen. Fangao ist Wohlstandsnetzwerk. Und Glover ist militärisch-industrieller Komplex. Alles klar, interessant. Die anderen gehören zu keiner, also zumindest sind keine Fraktionsanführer. So, wir haben die Gletscherentfernung. Jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen. Hyper Entertainment Forum. Nahrungsverarbeitungszentrum brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, ich meine, wir könnten mehr Nahrung verkaufen, wenn wir das machen. Nahrung von Landwirten plus 20% ist schon gut. Die Forschung ist aber auch gut. 11.000 geht schneller. Ich mache aber trotzdem die Forschung, weil Nahrung nun wirklich kein Problem ist. Soweit, so gut. Admiral hier Stufe 2 erreicht. Hervorragend. Und genau, die Kampfstatistik haben wir gesehen. Da gibt es also jetzt nichts mehr zu tun. Reliktaktivierung lassen wir. Und ja, Bombardierung ist eigentlich nicht mehr nötig. Ihr braucht auch da nicht mehr zu landen. Das war Quatsch. Sondern wir werden jetzt doch mit der gesamten Flotte hier reinfliegen. Hier ist die Station ein bisschen stärker. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Jo. Hier tobt vermutlich noch der Kampf. Da ist noch ein bisschen was übrig, aber nicht mehr viel. Mal gucken, ob wir auch hier keine Verluste hatten. Das wäre erfreulich. Und jetzt fliegen wir da in die Nachbarprovinz. Ich gucke weiterhin, ob die Station... Nee, da ist immer noch alles im Bau. So, hier geht's jetzt weiter. Hier sind tatsächlich auch Armeen, die wir erwischen können. Und zwar 26. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel. Hervorragend. So, der andere Flottenkampf ist durch. Hier haben wir tatsächlich... Oha! Hier waren 4 Verteidigungsplattformen immerhin. Und wir haben 3 Zerstörer verloren in der Flotte. Ja, das ist doch ein bisschen was. Da können wir dann aber direkt mal sagen, dass die Flotte verstärkt werden soll. Das wird dann automatisch passieren. Und wir... Wisst ihr was? Wir werden uns zurück zur Hauptflotte begeben. Und die kleine Flotte werden wir später hier rumschicken. Ist mir wichtig, dass die große Flotte jetzt erstmal da im Kern wieder dabei ist. Flottenkampf. Ja, natürlich Flottenkampf. Wir greifen die Station an. Wie viele Plattformen hat die? Oh, einige. Das ist hier am härtesten verteidigt bisher. Ah, es sind auch 6. Die Transportflotten sind ganz nervös. Aber die kommen auf jeden Fall... Die werden wir erwischen. Hoffe ich zumindest. Zweigstelle auf Terra Lux geschlossen. Mit dem Rückgang der Kriminalitätsrate auf Terra Lux konnten sich die lokalen Behörden darauf konzentrieren, die illegalen Unternehmungen zu beobachten, die vom Jorin-Syndikat betrieben werden. Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen, um ihre kriminelle Zweigstelle aus dem Geschäft zu zwingen. Das ist ja hervorragend. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Wunderbar. Damit sinkt jetzt die Kriminalität ins Unermessliche, weil wir dort ja noch Polizei haben. Ist das überhaupt kein Thema mehr. Wir warten jetzt hier nochmal ab, bis wir die Station erledigt haben. Und was ist hier? Abschaum und Niederträchtigkeiten auf New Terra? Die Kriminalität ist weiterhin ein Problem auf New Terra. Mittlerweile hat sich eine weite kriminelle Unterwelt etabliert. Einige Regionen sind in Gesetzlosigkeit geraten und wurden von kriminellen Organisationen komplett übernommen. Oh mein Gott, es gibt Kriminelle als Jobs. Kriminelle Unterwelt. Okay, das heißt, wir müssen auf New Terra reagieren. Was ist denn hier los? Plus 115, das war doch am Anfang deutlich weniger. Das habe ich ja völlig unterschätzt. Das ist ja eine Katastrophe, die Kriminalität. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Hier müssen wir was tun. Was tun wir? Also, welche Betriebe sind verzichtbar? Der Tempel. Wir können den Tempel sowieso nicht upgraden. Mehr, wenn wir unsere Ethik ändern. Was im Übrigen auch demnächst der Fall ist. Wir sind bei 507. Oh, jetzt gibt es viel zu tun, Leute. Insofern stellt sich eh die Frage, was mit den Tempeln passieren soll. Und ich würde mal sagen, hier bietet sich wirklich ein Ersatz an, dass wir hier eine Polizeiwache etablieren. Möglicherweise müssen wir noch mehr machen. Dann werde ich, glaube ich, eine Forschung upgraden und eine umwandeln. Aber bauen wir hier erstmal eine Polizeiwache. So, und an diesem nicht ganz unwichtigen Moment werden wir erstmal eine Pause machen, auch wenn die Schlacht noch nicht ganz vorbei ist. Das werdet ihr verzeihen, aber jetzt muss eigentlich viel erledigt werden. Ich will jetzt so schnell wie möglich hier diesen Ethikwechsel machen und wir müssen auch auf dem Planeten ein bisschen was machen. Also machen wir erstmal eine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich gucke trotzdem mal kurz auf den Kriegsstand, wie es aussieht. Also Status quo sind es nur noch minus 2, dann könnten wir das machen. Bis wir die Kriegsziele durchsetzen, ist allerdings noch ein langer, langer, langer Weg. Vor allem wird das über Besetzungen und über Kriegsmüdigkeit gehen. Und da hat der Gegner halt erst 16. Wenn er 100 hätte und wenn wir mehr Besetzung haben, dann würden wir das vermutlich hinkriegen. Und die Hauptstadt ist natürlich attraktiv, ne? Aber näher bei sind diese drei Planeten. Und ich denke, es liegt nahe, dass wir die dann erstmal angehen, wenn wir die haben. Und uns dann Richtung Hauptstadt vorarbeiten, falls das dann überhaupt noch nötig ist. Drei Besetzungen ist auf jeden Fall auch schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Obwohl, warte mal, was erzähle ich da? Das ist ja von den Kitur besetzt. Das heißt, hier brauchen wir gar nichts mehr tun. Das haben die gemacht, als sie hier reingehen. Geflogen sind durch unser Gebiet. Das ist Quatsch, was ich erzählt habe. Wir müssen, wenn wir hier durch sind, können wir unseren Rückraum im Prinzip komplett, können wir den Rückraum komplett ignorieren und können uns auf den Weg machen in Richtung Hauptstadt. Oder was heißt Hauptstadt? Hauptwelt, so muss es ja heißen. Denn das ist am effektivsten für den Kriegsstand, wenn wir die haben. Dann ist das der Weg, liebe Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.